Zum Südkurier-Interview steht bei mir der Elisha Glattfelder, FC Dedikofen. Elisha 0-2. Ich glaube, die Chance zum 1-1 war da auch mal. Die Chance 1-1 zu spielen dann in der Hinsicht in der ersten Halbzeit war ganz klar da. Ich sag mal, die machen sie vorne sauber, bringen sie gut durch. Wir treffen die Hütte vorne nicht. Im Endeffekt haben wir zu wenig schnell umgeschaltet, in der Mitte zu viele Möglichkeiten geboten und dann durch. Klar, erste Halbzeit steht es 1-1. Zweite machen wir auf, kriegen wir es 2-2. Im Endeffekt muss ich sagen, war in Ordnung. Wir haben es gut versucht, aber stark in der Mitte und zu schwach im Umschaltspiel, ganz klar. Wie siehst du die Saison bisher? Es läuft noch nicht so, wie ihr euch das denkt. Also ich sag mal, ich würde sagen, die Saison selber im Team funktioniert wieder mittlerweile besser. Klar, Verletzungspech kommt damit rein. Aber im Endeffekt ist es schon alles offen. Wir sind immer noch in der Hinrunde. Wir packen das weiterhin an. Und dann geben wir weiterhin in der Vorrunde und auch in der Rückrunde nochmal alles. Wenn dann das Team wieder komplett ist, sehe ich keine Probleme, in der Kreisliga weiterzuspielen. Ich denke mal, es gibt gute Ansätze, auch spielerisch. Da kann man doch drauf aufbauen, oder? Auf jeden Fall, da bin ich hundertprozentig überzeugt. Jo, wie geht's weiter? Was habt ihr noch vor? Du hast es eigentlich schon fast angesprochen. Ja, also vor haben wir natürlich jetzt eben Kreisliga A weiter hin oben zu bleiben. Das wird das Hauptziel sein diese Saison. Und dann werden wir schauen, was nächstes Jahr auf uns zukommt. Vielen Dank fürs Interview. Sehr gerne. Und viel Glück für die nächsten Spiele. Vielen Dank.